Krass, wo? Irgendwo dort. Dreh dich mal weg. Uah, du bist aber auch eklig. Okay. Scheiße daneben. Was? 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 Oh, Alter Schwede. Wo kamst du überhaupt her? Ich hab dich doch schon dort umgebracht. Zur Sicherheit. Ich habe keine Spritze. Oh no, I don't have a syringe. Ah, syringe, eine Spritze. Das ist ja auch wieder. Nee. Ah, okay, jetzt darf ich natürlich keinen Fehler mehr machen, wa? Da geht's auch wieder nicht durch. Nee. Ich habe Angst. Also irgendwie mag ich diese Gegend hier überhaupt nicht. Was denn jetzt, wenn mich hier so ein Ding greift und in dem Moment kommt dann so ein großes Vieh? Na toll, ey. Schießen darf ich ja nicht, weil sonst kommen die alle wieder. Da geht's runter, aber das ist bestimmt unser Ziel, oder? Seht ihr das, was ich sehe? Ich glaub's ja nicht. Aber irgendwie musste ich da lang. Bestimmt, wa? Na, ich gehe hier später lang. Ey. Nein. Ja, Munition kann ich momentan leider nicht so wirklich verwenden und gebrauchen und was weiß ich. Noch ein Bauplan für Automatikpistolen. Ja, okay, ich gehe erstmal zu den Automaten.
Also manchmal frage ich mich, warum gibt es hier so eine kleinen Ecken? Okay, aber jetzt. Ab zum Automaten. Sachen verkaufen. Was? Ja, den erwische ich ja da hinten nicht. Oh ja. Alter! Jo, danke schön. Verkaufen. 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 So, den Rest behalten wir erstmal. 2353. Ah, ganz knapp, ne? Schaltet einen neuen tiefen Angriff frei. Blocken verursacht Schaden beim angreifenden Gegner. Aber ich block nicht so oft. Schwunggeschwindigkeit. Blocken tue ich nicht. Eines gezielten Genickbruchs. Das ist fast schon wieder cool. Ich mach mal das. Arbeitsakte verlangt. Abgeschlossen. Wieso unbefugt? Ich verwende hier nichts unbefugt. So. Energiekapazität. Und das machen wir später. Qualitätsprüfung bestätigt. Aha, danke schön. So, aber jetzt gehen wir mal hier in die Richtung. Gegenstand aus Druckfertigung entnehmen. Jetzt muss ich noch was verkaufen. Schrotflinte, glaube ich, werde ich jetzt nicht so oft benutzen. Noch ein Chip. Sie bedankt sich für ihre Produktivität. Mein GRP ist hungrig. So. Ich kann den leider auch nirgendwo gegenwerfen, ne? Egal. Mann, du wusstest doch gar nicht, wo ich bin. Konntest du doch gar nicht wissen. Oder können die genau orten, wo das letzte Geräusch war? So, jetzt haben wir aber noch hier ein paar Wege.
Hier. Hatte ich hier schon alles? Nee. Bauplan. Stimmt ja. So, dann haben wir, glaube ich, nur noch Sackgasse. Auf der anderen Seite war doch noch da, wo ich beim ersten Mal gestorben bin. Nicht, dass hier wieder irgendwo einer rauskommt. Komisch, an manchen Stellen kann ich nicht laufen. Warum auch immer. Ich hoffe, das klappt wieder so wie vorher. Nimm. So. Ich vertraue dir nicht. Aber ich schieße jetzt auch nicht. Bei dir kann ich nichts machen. Du musst hier aber schon eine Weile liegen. Hab ich ein Schwein? Alles geplant natürlich. So habe ich es mir gewünscht, schon von Anfang an. Ja, hör auf. Ich will hier nicht rumschmattern, ich will hier nur die Sachen haben. Guck dich. Guck dich. Da ist nichts mehr. Da ist. Nein. Jetzt. Da komme ich nicht durch. Keine Ahnung. Okay, da ist einer. Da vorher greift mich wahrscheinlich dieses Ding da noch. Darf ich? Darf ich? Du bist zu schnell. Darf ich? Jetzt. Okay. Darf ich? Hä? Von hier aus? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also bisher kommen wir sehr, sehr gut durch. Manchmal auch mit ein etwas Glück. Aber ich will mich nicht beklagen. Zur Sicherheit mal und gucken, ob hier noch irgendwas war. Ich bin ja ziemlich schnell hinter dem hergelaufen. Ganz ruhig. Okay. Oh. Also ich finde ja Schleichen und so macht ja Spaß. Aber in einem von den Schränken ist wieder so ein kleines Vieh, wette ich.
aber missing. Wie heißt der? Mann. Keine Ahnung. Irgendwas mit R. Oh, doch kein Vieh. Mann, habe ich ein Schwein. So, Leben ist wieder voll. Was habe ich ihm vorher gesagt? Habe ich vergessen. Makelloser Entschlüsseler. Sehr schön. Und noch eine Tür. Ist das jetzt der Hauptweg? Ah nee, hier kommen wir zurück. Alles klar. Dann haben wir jetzt die Runde geschafft. Dann hoffen wir mal, dass nicht wieder zufälligerweise noch ein Vieh kommt. Oh. Aber trotzdem, das muss hier nicht ewig gehen. Auch wenn ich Leichen und so mag, jetzt weiß ich wieder, was ich gesagt habe. Ach, ich kann immer nicht laufen, weil da dann diese Schmodder am Boden ist. So, jetzt aber, habe ich dich schon? Ja. Dann verkaufe ich nochmal kurz den Entschlüsseler. Achso, ja, und den Bauplan abgegeben. Pistole. Schrotflinte. Automatikpistole. Wird von Ex-Militäroffizieren wegen des geringen Rückstoß und der hohen Kadenz bevorzugt. Basiert auf der UJC Modularwaffenplattform. UJZ. Ja gut, aber... Also kriegen wir nur noch eine Waffe. Was wollte ich verkaufen? Dich. Dann haben wir schon wieder 1000. 1000. Das klingt auch gut. Aber 1000. Das kostet alles 2700. Ja. Die Pistole auch, wa? 1800. Boomkugeln. Ah, vielleicht. Wir können auch noch eine Waffe freischalten. Die habe ich ja schon mal freigeschaltet gehabt und bin dann gestorben. Munition und sowas kaufe ich nicht. Das ist für mich Creditverschwendung. Hier geht es doch hundertprozentig weiter. Mit den Viechern. Okay, hier geht's nicht lang. Zur Sicherheit. Oh, hat der mich erschrocken, Mann! Also den Grip in Verbindung mit der Pistole, wenn sie dann ihre Tentakeln draußen haben, ist eine coole Kombo. Man kann sie auf Abstand halten und schnell töten. Es hält sich da stundenlang rumzuprügeln. Hier und so. Alter. Wie in so einem Fight Club, wollte ich sagen. Das war knapp. Ja. Herzinfarkt incoming. So, dann haben wir es wohl geschafft. Dann brauche ich ja nicht mehr knien. Achtung.
Wartungsbucht. Erstmal hier lang. Da ist nämlich noch ein Energieumwandler. Und dann... Wo ist eigentlich Dani? Oh. Was? Alter, wie viele? Erstmal du. Dann. Nein, zu nah. Du. Dann. Geh weg. Oh, weia. Du. Und dann. Du. Ah. Alter Schwede. Aber ich finde es cool, dass es so eine Viecher gibt. Ich mag so eine blinden. Wie auch schon bei einem anderen Spiel. Da hießen sie Klicker. Geiles Spiel. So, ich hätte sie auch alle explodieren lassen können. Siehste. Hier ist sonst nichts mehr. Dani, hilf mir. Ich werde hier die ganze Zeit von Blinden angegrapscht. Oder zumindest versuchen sie es. Außenprotokoll 2. Merke ich gerade, dass mein Greenscreen gar nicht richtig im Bild ist. Ich habe hier eine kleine Kante im Video. Egal. Wo muss ich jetzt lang? Da. Oh, da. Jetzt stört es mich aber. So, besser. Da, 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 da. Was? Was? Oh, was? Wie? Hä? Was? Was? Hä? Ach, Mann! Was ist denn das für ein Scheiß? Hat er mich vorher nicht erwischt, deswegen. Ein Gesundheitsinjektor. Credits. Ey, hier traue ich nicht. Der hätte mich hundertprozentig von hier wieder nach hinten gezogen. Bestimmt. So. Kann ich hier aufstehen? Ja. Credits.
Terry Light. Ach, das ist ja gar kein Blinder. Das ist gar kein Blinder. Schon wieder ein Tentakel in der Nase, Mann. Weil der sich auch so bescheuert bewegt hat. Credits. So, jetzt aber. Jetzt mache ich keine langen Faxen hier. Aua. Okay, dann heile ich mich erstmal noch nicht. Warst du ein Blinder? Bist du ein Blinder? Ja. Das ist wieder ein Blinder. Sehr merkwürdig. Ich komme eh nicht hinter dich. Hinter dieses Vieh. So. Noch wo? Wo? Was? Wo? Fängt es schon wieder an? Achso, da oben oder was? Feigling. Dich hätte ich mir gekrallt. Aber du kommst bestimmt unten gleich raus, oder? Okay, dann halt ich. Dann gehen wir mal nach oben. Kommst du wieder? Nö. Dani, bist du dahinter? Quatsch.